Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch in der Nähe von Valencia, in unserer kleinen Unterkunft. Werden die aber demnächst bald verlassen. Bevor wir das aber machen können, wollen wir noch ein paar Sachen am Van machen. Wie letzte Woche schon angekündigt, bekommt Nusa eine neue Höhle. Und ich fahre heute in die Werkstatt, weil wir bekommen nämlich ein kleines Upgrade für unseren Van und haben danach ein bisschen mehr Platz. Ja, und dann wollen wir uns auch noch Valencia angucken und uns danach in die Natur stellen. Wir fahren nämlich zum Ende des Videos hin weiter Richtung Westen und wollen da in eine ganz krasse Landschaft fahren. Da bin ich mal gespannt. Haben einiges vor die Woche, also macht euch mal gemütlich und kommt am besten mal mit in den Van. Ja, und hier im Van ist schon so ein bisschen was passiert, aber ja, die Hauptsache kommt jetzt noch. Und zwar soll hier unten Nusas Höhle hin. Wir wollen das hier quasi schließen. Wir hatten jetzt hier die ganze Zeit 4 Sitzplätze, 2 auf jeder Seite und wollen das schließen. Dann kommt hier, weil da unten ist die Lüftung der Standheizung. Da kommt quasi eine Wand davor, ein Brett oben drüber. Dann kann man hier so ein bisschen Stauraum nutzen. Da unten ist die Tischhalterung. Da will ich dann hier oben mit einem Loch was durchsägen, dass dann hier die Stange für den Tisch rein kann. Und dann hat Nusa da quasi ihren kleinen Platz, der auf jeden Fall deutlich größer ist als hier in dem Schrank, wo er vorher war. Sie ist auch ein bisschen gewachsen. Und das ist dann unser neuer Tisch. Der soll dann quasi hier oben drüber sein. Aber das seht ihr ja gleich. Ja, sieht doch gut aus. Jetzt und was haben einen festen Tisch hier. Einen festen Tisch. Super. Wir haben unseren Schrank wieder und wir haben eine Höhle für Nusa. Und ein bisschen extra Stauraum da bei deinem Fuß. Da kann man so Bücher oder sowas reintun. Ah ja, geil. Stimmt. Oh ja. 10 vor. Oh ja. Also? Es wird Zeit. Gerade so rechtzeitig fertig geworden. Ja, wie das Ganze genau aussieht, zeigen wir euch gleich. Aber erstmal muss ich zu dem wichtigen Termin. Denn, ja, es gibt eine kleine Veränderung in diesem Van. Eine große eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ja, ich bin unterwegs in eine deutsche Werkstatt, so 100 Kilometer von hier entfernt circa. Und zwar bin ich mit denen in Kontakt getreten vor einigen Wochen, als ich auf der Suche nach ein bisschen mehr Stauraum, nach ein bisschen mehr Platz in unserem Van war. Und habe dann überlegt, was wir machen könnten. Und dann ist mir eingefallen, dass wir vorne im Fahrerhaus eigentlich einen Sitzplatz zu viel haben. Und jetzt müssen wir mal schauen, hoffentlich passt auch der Sitz, den ich bestellt habe. Und genau deswegen habe ich überlegt, hier vorne einen Durchgang zu machen und aus der Doppelsitzbank einen Einzelsitz zu machen. Ich habe dann auch ziemlich lange und intensiv gesucht bei eBay Kleinanzeigen und ganz vielen verschiedenen anderen Portalen, auch in Spanien. Bin aber nirgendwo fündig geworden, außer bei eBay Kleinanzeigen aus Berlin. Und da habe ich einen Sitz gefunden, der zu unserem Modell passt und habe ihn bestellt. Und die haben uns den hierher liefern lassen. Und jetzt ist der vorgestern angekommen und heute wird er schon eingebaut. Das Ganze dauert wohl ungefähr 3 Stunden. Ja, und das hier bleibt dann hier, die alte Sitzbank und die Sitze. In Deutschland hätten wir das natürlich bei eBay Kleinanzeigen verkaufen können. Hier können wir es ja nicht die ganze Zeit mit uns mitschleppen und das braucht irgendwie auch keiner. Deswegen wird das hier dann wahrscheinlich entsorgt. Der Schrotthändler nimmt es halt mit, haben sie mir gesagt. Und wir haben jetzt für den Sitz, für den Einzel-Beifahrersitz 400 Euro gezahlt, für den Transport 60 Euro. Und der Einbau wird so um die 100 Euro. Aber müssen wir mal warten, wie lange die Jungs hier brauchen. Ich glaube, günstiger wären wir in Deutschland nicht dran gewesen. Und Schatz, wie fandst du das? Wie findest du jetzt den Durchgang? Wow, so geil! Oh mein Gott, ich habe es mir schon gut vorgestellt, aber so cool. Das ist richtig, richtig cool. Aber mir zeige ich das morgen. Ich koche ziemlich was und außerdem ist es dunkel draußen. Und dann wird es morgen schön aussehen. Deswegen sagen wir, bis morgen! Jo, wir müssen die Tour durch unseren Van ein bisschen verschieben.
Es ist nämlich sehr früh und wir sind ein bisschen verpennt aufgewacht. Und jetzt geht's erstmal nach Valencia. Außerdem ist es noch dunkel draußen. Ja, und da ist unsere Kamera nicht gut genug. Deswegen geht's jetzt erstmal nach Valencia. Unser Vermieter, der ja hier direkt da hinten dran wohnt, unter dem selben Dach, der nimmt uns mit. Der muss nämlich zur Arbeit und wir dürfen da einfach mitfahren. Das heißt, wir sparen uns da die ganze Fahrerei. So, und jetzt trinken wir einen schönen Kaffee und dann geht's auch schon los. Angekommen. Wir haben richtig, richtig gutes Wetter. Es ist so warm, so viel wärmer als in Barcelona. Und jetzt gehen wir aber erstmal, also unser Vermieter hat uns ja hier mitten im Zentrum rausgelassen. Und jetzt gehen wir in ein Café. Wir haben noch nicht gefrühstückt, sind auch gleich da. Und genau. Eine riesengroße Markthalle. Ich habe mich da drin fast verlaufen. Es gibt alles, was man braucht. Gewürze, Nüsse, Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Käse. Ja. Auf jeden Fall sehr cool, das mitten in der Stadt zu haben. Ich glaube, wir müssen da lang. Okay. Und wo geht's da lang? Wir laufen jetzt in das Viertel El Carmen, das ist nämlich die Altstadt Valencias. Ich habe gesehen, mit dem Auto braucht man 10 Minuten und zu Fuß 11. Ja, dann laufen wir mal Fuß, rüber. Ne? Ja, das lohnt sich hier zu laufen. Ich habe sogar gelesen, dass die allererste Siedlung in Valencia von den Römern vor über tausenden von Jahren genau da war, wo jetzt El Carmen ist. Also es passiert ganz häufig, dass wenn wir vloggen, dass wenn wir die Kamera einschalten, es super ruhig ist und dann während ich spreche, solche monströsen Fahrzeuge neben uns parken, direkt neben uns. Das ist echt. Motorrad fährt vorbei, immer irgendwas, was immer crasht und ultra laut ist. Ich komme mir vor, als wäre ich hier im Europapark, weil es einfach so schön ist irgendwie und alles so alt, aber auch so modern. Es ist ein schöner Mix. Hier ist ein buntes Leben. Leute verkaufen Blumen, man kann hier Schlittschuh laufen, alle gehen irgendwie spazieren, hier gibt es Cafés und ja, man kann hier so richtig gut eintauchen, sag ich mal, in die Atmosphäre der Stadt. Überall so Orangenbäume einfach in der Stadt sind. Das sieht so toll aus.
Ja, also gefällt uns richtig gut hier. So, ich warte jetzt draußen hier auf Melli und ich frage mal die Dame, ob ich mich setzen darf. Entschuldigen Sie, darf ich mich setzen? Hallo? Scheint so, als würde sie nicht mit mir sprechen wollen. Dann bleiben wir halt stehen. Ich stelle mich mal aber hier so neben die Frau. Vielleicht hat sie ja gerne Gesellschaft. Entschuldigen Sie, würden Sie vielleicht auf meinen Hund kurz aufpassen? Dankeschön. Ja, ich habe jetzt übrigens nichts gefunden, aber die nimmt auch, glaube ich, genug Platz weg. Aber oh, ist ja cool. Vielleicht kann ich die auch mal tragen. Ja, warum nicht? Oh, mal gucken. Exploren wir noch ein bisschen hier, ne? Und dann gehen wir vielleicht nochmal in den Strand. Ja, mal schauen, ob es heute noch reicht. Ist halt ein ganzes Stück, ne? Ich glaube, man fährt, also zu Fuß wären es, glaube ich, über eine Stunde. Ja, sind nochmal 5 Kilometer von hier, ja. Und sonst müssen wir uns ein Uber holen. Überlegen wir uns nochmal. Gucken wir. Oder es geht nach Hause. Ja, wäre auch schon bereit zu Hause, du. Ja, ne? Sind jetzt schon seit 7 Stunden in der Stadt. Schlendern wir hier nochmal ein bisschen durch. Ich Café Berlin, oder gab's? Hey, Café Berlin, was ist passiert? Sieht ja auch ein bisschen aus wie am Prenzlauer Berg hier, ne? Stimmt. Ja. Guck mal, da vorne ist die Jablonski-Straße. Stimmt. Ja. Ah. Lustig. Deswegen finde ich es so schön hier. Valencia ist eine wunderschöne Stadt, allerdings ja, schaffen wir es heute nicht zum Strand. Eigentlich sind wir immer nur auf der Suche nach Cafés. Wir sind eigentlich auf der Suche nach Cafés und Klamotten. Auf jeden Fall richtig schön hier und auch das Viertel Ruzafa ist ein Traum. Ich kann mir schon noch mal vorstellen, dass wir noch mal zurückkommen hier in den Südosten Spaniens. Jetzt geht es aber erstmal zurück und zwar diesmal nicht mit unserem Vermieter höchstwahrscheinlich. Der ist nämlich noch auf Arbeit, sondern wir nehmen uns jetzt ein Taxi und fahren die 20 Kilometer zurück. Kann ich uns ja schon mal ein Taxi bestellen, oder? Warte, lass mal in Ruhe. Wir laufen noch ein paar Meter. Noch hier ein paar Meter. Ich bin okay. Hier frei. Okay, also ein paar Meter noch. Ein wunderschönes Hallo an einem neuen Tag. Unser letzter Tag hier in der Unterkunft und wir sind jetzt schon fleißig am Van. Zeigen euch gleich das Ergebnis von dem Durchgang und wir haben auch eine neue Höhle für Nusa gebaut. Das zeigen wir euch auch gleich. Vorher gibt es aber noch ein paar Feinheiten, die wir machen müssen. So ein paar Kleinigkeiten und dann ist der Van ready für die große Show. Läuft. Okay. Bin ich bereit für meinen großen Auftritt. Yo, hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Zuhause. Wir haben uns gedacht, wir brauchen ein bisschen mehr Platz, deswegen haben wir nur noch 2 Sitze anstatt 3. Dafür haben wir vorne einen Raum mehr und ein bisschen mehr Platz für Bier. Mehr fällt mir auch nicht ein. Ich bin richtig froh, dabei zu sein. Auf jeden Fall, Freunde, ist diese Gitarre das Einzige, was jetzt noch von vorne nach hinten transportiert werden muss, wenn wir Auto fahren. Wir hatten nämlich die ganze Zeit, also eigentlich die letzten 8 Wochen, was aber für uns jetzt die ganze Zeit irgendwie ist, weil ein Leben ohne Nusa können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Gab es das überhaupt mal? Keine Ahnung. Hatten wir ein Platzproblem die letzten 8 Wochen. Und zwar haben wir Sachen von vorne, von der Fahrerkabine hier nach hinten getragen. Rucksäcke, Wäsche, Sack, keine Ahnung, 50 Sachen.
Nusa hat eine neue Höhle, da sitzt Melli drauf, das zeigen wir euch gleich. Und wir haben hier einen Durchgang gebaut, denn dieser Durchgang ermöglicht uns, dass wir unser kleines Häuschen von 8 auf 10 Quadratmeter erweitert haben. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Villa. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Villa, nur kein Pool. Wir können jetzt einfach nach vorne gehen, wenn hier hinten jemand kocht oder telefoniert oder wir uns auf die Eier gehen. Dann setzen wir uns einfach nach vorne und haben sogar einen zweiten Raum. Also, es ist ein Traum, es ist wunderschön. Wir haben den Van hier sauber gemacht, wir haben hier alles picobello gewaschen, kein Spritzer Fett an den Scheiben. Kamerafrau, werden die Hände langsam schwer? Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Geht's los. Wir wollen in eine Wüste fahren. In Europa. Mal schauen, ob wir das schaffen. Das sind gute 4 Stunden Fahrt. Aber ich bin optimistisch. Wenn wir uns heute gut ausruhen, dann schaffen wir das. So, Freunde. Dann sehen wir uns gleich vom Cappuccino. Und dann morgen wieder. Sachen. Ich habe immer gedacht, wir werden minimalistisch. Da müssen wir vielleicht einfach nur gut packen. Fertig? Ja. Okay, dann können wir ja los. Musa, komm mal her, wir können los. Ja, wir haben uns hier mal an einen Rastplatz gestellt nach 2,5 Stunden Fahrt. Und jetzt werde ich das Ganze mal vom Beifahrersitz aus genießen. Ich werde nämlich schon mal an dem Video schneiden, das ihr euch gerade anguckt während der Fahrt. Und Melli wird dann mal weiterfahren. Ne? Luisberta, geh mal nach vorne. Komm. Die Fahrt geht weiter. Es geht weiter. Hallo. Nee, nicht die Fliege angucken. Hier, nicht ablenken lassen. Komm, wir gehen nach vorne. Bist du ready? Yes. Ja, bist du wach? Ja. Wir fahren jetzt weiter. Na ja, noch ein bisschen was essen, bevor es weitergeht, ne? Noch mal kurz was mit essen. So, einmal Kaffee für die Fahrt. Einmal Wasser. Und dann komme ich auch mal hier rüber, ne? Oh, ist das schön. Herrlich. Okay, Frau Taxi-Driverin. Wenn Madame hinten aufgegessen hat, dann kann es weitergehen. Ich würde mal sagen, so eine coole Fahrerin hatte ich ja noch nie hier. Was ist denn mit dir passiert in den letzten 12 Tagen? Ich habe mir so eine obercoole Sonnenbrille in einem Vintage-Laden geholt. Und die ist nicht so dunkel. Also ist perfekt zum Fahren, weil ich hasse eigentlich Sonnenbrillen, weil ich mag das einfach nicht. Dieses dunkle Gefühl. Und deswegen habe ich mir jetzt so eine helle geholt. Und das ist genau richtig. Gerade wenn die Sonne scheint oder es ein bisschen so draußen grell ist, dann muss man die Augen nicht so zusammenkneifen. Mega. Finde ich top. Finde ich richtig top. Hallo, mal bald fertig hier hinten. Man soll sich ja nicht stressen beim Essen, ne? Also eigentlich kommen wir nicht so gerne im Dunkeln an, aber heute ging es nicht anders und wir sind auch in 5 Minuten auf unserem Stellplatz. Da warten dann auch 2 Freunde auf uns, die haben wir jetzt schon seit 1,5 Jahren nicht mehr gesehen und deswegen ist das gar nicht so schlimm, dass wir heute im Dunkeln ankommen. Ich freue mich auch schon drauf, wie der Platz morgen aussieht und die Gegend. Wir sind 400 Kilometer jetzt von Valencia Richtung Süden gefahren und sind in der Nähe von Almeria. Ja, und hier gibt es ganz viele Gewächshäuser, aber eben auch eine Wüste, was ein bisschen kurios ist. Ne?
Ja, und deswegen sagen wir mal, bis morgen. Seid mal gespannt, wer das ist. Vielleicht habt ihr eine Idee und könnt es ja mal aufschreiben und in die Kommentare schreiben. Bin mal gespannt, wie viele richtig liegen. Und vor allem, wie viele uns schon so lange folgen. Genau. So, ich fahre mal weiter und dann sehen wir uns morgen. Sin tus caderas no puedo cantar. Sin tus caderas no puedo. Wow, ist das schön hier. Oh mein Gott, guten Morgen. Ja, wir haben uns gestern hierher zu Laura und André gestellt. Die kennt ihr sicherlich noch aus unseren Mallorca-Videos. Und dann haben wir uns abends ein bisschen verquatscht, wurde ein bisschen spät. Dann haben wir noch festgestellt, dass Nusa irgendwie eine ganz dicke Backe hat. Und dann sind wir mit ihr noch nachts um 11:30 zum Tierarzt gefahren. Und die hat dann noch eine Spritze bekommen. Wahrscheinlich hat sie irgendein Insekt gefressen, aber sie hatte eine richtig, richtig dicke Backe. Ja, und dann sind wir auch erst nachts um 2 ins Bett. Dann wurde es nämlich richtig spät. Und ja, deswegen sind wir jetzt ein bisschen verschlafen. Aber es macht nichts. Wir sind hier heute Morgen aufgewacht und sind mitten in der Wüste. Es ist echt schön hier. Jetzt gehen wir mal eine kleine Runde spazieren, aber dann brauche ich auch erstmal einen Kaffee und dann gucken wir uns das Ganze hier nochmal ausführlicher an. Na, hey, wie geht's dir? Na, alles wieder weg? Dir geht's wieder gut. Ja, hallo. Ja. Ha? Ja, riechst du, dass ich ein Leckerli gehabt habe? Ja. Ja, riechst du das? Oh. Oh. Ja, wir haben richtig schönes Wetter heute und wir wollen jetzt eine Runde spazieren gehen und zwar darunter zu den Palmen. Und wo sind Laura und André? Die sind schon mal ein Stück weiter gefahren und wir werden uns heute oder morgen auf jeden Fall wieder treffen. Und dann geht's zusammen Richtung Westen, ne? Ja. Ah. Ja, ich glaube, hier wird ein... Guck, da hatte sie wieder eine Wespe. Die hat sie abgeschüttelt. Ah. Die war genau, hat sie eine Wespe im Mund gehabt? Sie hat irgendwie so und hat sie geschüttelt, dann ist das raus. Ja, war die dicke Backe vielleicht auch von der Wespe gestern. Hier fliegen nämlich einige Wespen rum. Es ist richtig sommerlich warm. Ja, also das ist meine Interpretation von Spätsommer. Melli mit Jacke. Ja, ist angenehm, aber ich brauche eine Jacke. Aber es ist richtig, richtig schönes Wetter und total warm. Und hier ist, glaube ich, ein Filmset. Weil hier steht was von Set 1, 2, 3. Ja, mal schauen, ob wir was finden. Also gehen wir zu Set 3, würde ich sagen erstmal, ne? Hoffen wir mal nach da. Ja. Mal schauen, was die hier drehen und ob die noch ein bisschen Hilfe brauchen. Was glaubst du, was ist das hier für ein Drehort? Sieht aus irgendwas wie im Mittelalter, oder? Ja. Da kommen irgendwelche Tiere. Ja, da hinten sind die, so, da hinten sind die Ställe. Ja, sieht schon nach Mittelalter. Ich weiß nicht, ob das mit dem iPhone genug Licht gibt.
Ja, also das hier ist ein Filmset für einen amerikanischen Film, der auch im Kino läuft, ne? Ja, wir haben nachgefragt, aber natürlich dürfen wir nicht wissen, welcher. Ja, und ich finde, das erinnert hier total an Fuerteventura. So ein bisschen wie Betancuria sieht das hier aus, falls ihr euch daran noch dran erinnert. Und wir haben euch ja in einem Q&A verraten, dass wir eigentlich den Winter in Marokko verbringen wollten. Aber ja, wir haben uns halt umentschieden. Damals wussten wir noch nicht, dass wir dann Nusa haben werden. Und deswegen geht es für uns diesen Winter nicht nach Marokko. Ja, sondern? Sondern wir bleiben in Andalusien. Richtig. Und erkunden die schöne Gegend Tier. Und hier ist ja schon irgendwie so ein kleiner, haben wir schon gesagt, Marokko-Vibe. Ja. Also müssen wir uns damit zufrieden geben. Ja, also ist richtig schön. Wir freuen uns total darauf, den Winter in Andalusien zu verbringen und haben da richtig Bock drauf. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja, und falls ihr auch Lust auf mehr habt, dann abonniert doch unseren Kanal und lasst dem Video ein bisschen Liebe da. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Denkt daran, immer sicher im Internet unterwegs zu sein. Und für euch hören jetzt die Wüsten-Vibes auf. Höchstwahrscheinlich fängt es an zu schneien. Aber für uns geht es jetzt weiter, nämlich Richtung Van. Und dann fahren wir Laura und André hinterher und sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.